Herr Tichy, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu diesem Thema, an diesem Tag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ludwig Erhard war ja nicht nur ein glänzender Praktiker, aber auch ein sehr an Programmatik interessierter Denker, ein konsequenter Vorausdenker von Entwicklungen, und vieles, was er geschrieben hat, ist in der Klarheit und der grundsätzlichen Diktion auch heute wichtig. Und wenn man das als Wissenschaftler sich ansieht, fühlt man sich eben inspiriert zu fragen, was ist an den Fakten, an den empirischen Gegebenheiten dieser Tage nun bekräftigend oder widerlegend zu solchen Konzeptionen, und man kommt zu sehr positiven Ergebnissen. Nun, das Ende der Arbeit, das hatte Tichy ja schon gesagt, ist uns schon vielfach vorhergesagt worden. Als ich vor knapp zwei Jahrzehnten das Institut zur Zukunft der Arbeit gründen durfte, ging genau dieses Ende mal wieder durch die Lande. Herr Rifkin hatte sein Buch geschrieben vom Ende der Arbeit, und wenn wir heute schauen, wie viel Mehrarbeit wir in Deutschland haben, dann ist das ein schlagender Gegenbeweis, dass diese Art von Denke falsch war und auch wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, auch in Zukunft falsch sein wird. Es ist aber auch so, dass zum gleichen Zeitpunkt die Frage der Informationsgesellschaft auf der Tagesordnung stand, und die Prognosen waren auch da, dass übermorgen die traditionelle Wirtschaft rasch verschwunden sein würde, dass die Normalarbeitsverhältnisse weg sein würden, und auch das hat sich in dieser Dramatik, wie damals diskutiert, nicht wiederholt. Und insoweit muss man vorsichtig sein, wenn man in dieses Thema, zumindest als Wissenschaftler und nicht als, ja, als begeisterter Beobachter der Realitäten einsteigt. Ich muss ja nur das Impulsreferat halten, das heißt, ich darf Fragen stellen, muss nicht überall Antworten geben, und wir hoffen, dass die Antworten für uns in diesem Tag dann etwas deutlicher werden. Ich würde gerne beginnen mit der Präsentation von einigen Leitgedanken, die ich hoffe, Sie auch weiter hinten sehen können. Ich werde sie aber nennen, die mir wichtig sind, die Sie vielleicht mit nach Hause nehmen können, die vielleicht auch Anlass bieten können zu Widerspruch oder Diskussion. Wenn wir die digitale Wirtschaft betrachten, dann müssen wir zunächst feststellen, dass die Messbarkeit von Wertschöpfung und ihre nationale und internationale Zuordnungsfähigkeit schwindet. Ja, wo wird überhaupt was produziert? Und in dieser Betrachtung verlieren Preise für den Marktprozess an Bedeutung, und die ordnende Rolle von Preise sind dann möglicherweise nicht mehr die gleichen. Es geht ja um Informationen im Kern, es geht um die Informationsgesellschaft und natürlich um die Technik, die sie begleitet. Und Informationen können im weiteren Sinne öffentliche Güter sein, das heißt, ihre Nutzung rivalisiert nicht, zumindest nicht notwendigerweise, und oft sind diese Informationen auch jederzeit überall im Internet zugänglich. Das ist eine der Grundthemen, die ich sehe. Das Zweite, wenn wir den Wettbewerb betrachten, der so wichtig ist für unsere marktwirtschaftliche Ordnung, dann geht es vor allen Dingen in diesem Kontext darum, dass Märkte bestreitbar bleiben müssen. Das heißt, die Position von Firmen, Monopolisten auch, müssen anfechtbar sein. Und dass der gesamte Prozess in einem dynamischen Wettbewerb um Qualität steht. Das scheint mir das Wichtige und auch das Unproblematische in dem, was wir heute diskutieren. Die digitale Wirtschaft, und das wäre mein dritter Punkt, generiert größere Risiken für den Einzelnen. Immer mehr Dinge, die früher die Gesellschaft oder die Firmen getragen haben, gehen jetzt auch auf den Einzelarbeitnehmer über in der Zukunft. Und die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, siehe Erhard, wie die individuelle Verantwortungsbereitschaft müssen zunehmen. Das heißt also, sowohl die Nachfrage nach
Selbstgestaltung, nach Engagement, Verantwortungsbewusstsein, wie das Angebot muss sich verändern. Nun, dazu ist eine wichtige, vielleicht triviale, aber doch trotzdem entscheidende Schlussfolgerung, der Punkt 4, Bildung und Ausbildung müssen stark bleiben oder vielmehr gestärkt werden, sich den Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen und die Menschen und die Unternehmen darauf vorbereiten. Nun, bei einer Veranstaltung der Ehrhardt-Stiftung darf das Bild von Ehrhardt auch nicht fehlen und ein Zitat, das sich mit dem deckt, was auch Herr Tichy gerade angedeutet hat, persönlicher Mut und persönliche Verantwortungsfreudigkeit sind ganz entscheidend. Sie sind aber, wenn sie mit dem Druck moderner Technik verbunden werden, sind möglicherweise gefährdet. Und es ist wichtig, diese Gesinnung zu wecken und zu bezeugen, sozusagen. Das ist, glaube ich, die erste Quelle, die ich bei Ehrhardt benutzen will. Nun, lassen Sie mich einige Punkte machen. So, die Zukunft wäre meine These Nummer 1, ist jetzt. Also wir reden nicht bei der digitalen Ökonomie etwas, was irgendwann mal stattfinden wird. Ich hatte ja gesagt, vor 2 Jahrzehnten war auch schon die Debatte da. Aber wenn wir um uns schauen, die Welt hat sich nicht völlig verändert, doch aber vieles hat sich schleichend, vieles auch unbemerkt, doch gewaltig verändert. Die digitale Revolution ist bereits jetzt Realität. Denn wenn wir anschauen, dann hat die digitale Wirtschaft schon heute die Rolle eines wesentlichen Wirtschaftsfaktors in Deutschland. Es gibt mehr als 91.000 Unternehmen und über 1 Million Beschäftigte. Der Anteil an der gewerblichen Wertschöpfung ist ungefähr vergleichbar mit der der Automobilbranche und höher als im Maschinenbau. Immerhin 2 Branchen, die by the way als die Branchen gelten für unsere weltweite Exportökonomie. Das sind die Branchen, die auch den Export tragen, die unseren Wohlstand im Augenblick tragen. Das andere ist, was Realität, das Internet der Dinge dringt zunehmend in den Alltag vor. Ja, also meine Kopierer wurden gerade ausgetauscht und jetzt stelle ich fest, dass die auch selber den Toner bestellen, wenn es leer wird und wenn das Gerät ausfällt, auch den Wartungsdienst. Gut, das kennen Sie in vielen anderen Zusammenhängen, auch die Hausfrau kann ja inzwischen grundsätzlich diese Art von Technik nutzen. Allgemein gilt Vernetzung und intelligente Gegenstände nehmen zu, sodass das Internet zunehmend aus der Wahrnehmung direkt verschwindet. These Nummer 2 ist, nichts ist so beständig wie der Wandel. Der permanente Transformationsprozess vollzieht sich mit hoher Geschwindigkeit. Viele Geschäftsmodelle geraten einer nach der anderen unter Druck. In den Medien sehen wir das ganz deutlich, Riesenumbrüche, Musik und auch die Automobilindustrie. Aber der Prozess der kreativen Zerstörung ist nicht neu. Bekannte Unternehmen werden vom Markt verdrängt, aber zeitgleich entstehen neue Firmen und Jobs. Als ich die Schule verließ, das Gymnasium, war IBM das Symbol des Monopols im Zeitalter der Wirtschaft. Wer redet heute noch von IBM? Ja, Microsoft übernahm irgendwann mal diese Rolle und wenn wir heute an die Marktwerte gehen, reden wir über Google, Facebook und ja, dieser Tage vielleicht auch schon von Uber mit 40 Milliarden Marktwert. Das ist ja auch schon allein in den USA, das ist allein schon ja auch schon sehr beeindruckend. Ja, die Marktwirtschaft gibt Prämien auf Innovationen und das war immer so und wird auch in Zukunft so bleiben und es sollte so bleiben. Beachtenswert ist eben auch gleichzeitig, dass die Erwerbsarbeit bezahlt in ziemlich normalen Strukturen stabil ist. Nun ist der Anteil, manchmal auch kritisiert aus verschiedenen Ecken von flexibler Arbeit, hat zugenommen. Trotzdem ist der dominante Typ von Arbeit im Markt weiterhin das sogenannte Normalarbeitsverhältnis
und Deutschland erreicht im 8. Jahr in Folge einen neuen Höchststand mit zuletzt mehr als 43 Millionen Menschen in Arbeit. Also Arbeit ist trotz aller Unkenrufe auch mit Veränderungen in der digitalen Wirtschaft ist da und wird auch meiner Meinung nach künftig immer wieder da sein. Ja, These Nummer 3, Institutionen, und das macht ja letztlich die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft aus. Wirtschaftliche Grundprinzipien und Institutionen, die diese sichern. Das haben wir bei der Vereinigung gesehen zuletzt, wie wichtig Institutionen, funktionierende Institutionen sind. Auch für die digitale Zukunft muss ein marktwirtschaftlicher Ordnungsrahmen sichergestellt werden, wenn wir weiterhin auf das Wohlstandsmodell setzen wollen. Herausforderungen gibt es insbesondere in den Bereichen der Wettbewerbspolitik zunächst mal. Also da habe ich schon angedeutet, die Problematik der bestreitbaren Märkte. Es kommt darauf an, dass Microsoft IBM verdrängen kann, ja, und dass Microsoft heute durch Google ersetzt wird oder etwas anderes. Das ist der eine Punkt, den ich machen will. Der zweite ist Datensicherheit. Auch das hat Herr Tichy schon angesprochen, ist eine sehr wichtige Thematik. Es geht letztlich ja dieses Mal auch um unsere Daten. Die Gefahr ist natürlich die Entstehung des gläsernen Kunden, das muss diskutiert werden. Wir geben, wenn wir etwa Google nutzen, jederzeit ein Profil über uns ab. Meine Google weiß mehr möglicherweise über mich als meine Frau, ja, das könnte sein. Das ist zumindest in bestimmten Bereichen, weiß meine Frau sicherlich mehr als Google. Es kommt darauf an, was wir als Individuen abgeben. Die Frage ist eben, was bekommen wir zurück? Im Augenblick bekommen wir viele schöne Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist die Frage, sind unsere Daten ordentlich verkauft durch diesen Tausch? Es gibt ja keinen einfachen Marktprozess für diesen Austausch. Das sind Fragen, denen man sich stellen muss. Und es ist die Frage der Arbeitsmarktinstitutionen. Unser Wohlstand beruht auch, und das gehört ja auch zur sozialen Marktwirtschaft, dass die Sozialpartnerschaft funktioniert, dass Gewerkschaften und Unternehmen und andere soziale Organisationen diese Gesellschaft zum Ausgleich bringen. Und unsere Vorzüge im Vergleich zu anderen Ländern sehen wir auch gerade in den Krisen des letzten Jahrzehnts. Die Frage ist, was passiert damit? Wird durch die aus meiner Sicht kommende zunehmende Individualisierung des Arbeitnehmers, also ich werde noch darauf kommen, auf den Arbeitnehmer Selbstständigen, einer, der es eben möglicherweise selbstständig ist, aber für viele Unternehmen letztlich wie ein Arbeitnehmer arbeitet, dass diese Art von Person möglicherweise auch eine neue Art von gewerkschaftlicher Organisation brauchen könnte. Da ist die Frage, ob die bisherigen Organisationen in der Lage sind, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Das sind sicherlich Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. These Nummer 4 wäre, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist ein bekannter Spruch. Die Bedeutung des Faktors Wissen steigt. Wir sind in einer Wissensgesellschaft. Informationen ist der zentrale Faktor des Arbeitslebens. Bisher ist er noch sehr viel verknüpft mit dem Körper von Menschen, mit uns sozusagen. Ja? Also auch zum Beispiel Migration, die Bewegung von Menschen zur Arbeit über Grenzen hinweg, bewegt Informationen, die theoretisch könnten wir denken, auch durch das Internet laufen sollten. Trotzdem haben wir heute mehr Migration statt weniger, immer noch, weil wir glauben und auch wissen, dass dieser Transport die Informationsverbreitung beschleunigt, Innovation fördert. Aber ist die Frage, wie lange dies so ist und wie schnell dieses Wissen sich möglicherweise von uns, vom Körper löst, in Maschinen, in Automaten, die möglicherweise lernen und das Wissen weitertragen ohne uns. Das sind auch Befürchtungen, die ja in diesem Zusammenhang entstehen. Also, digitale Bildung, Qualifizierung und Weiterbildung werden zu zentralen Wettbewerbsaspekten. Unternehmen müssen hier mehr investieren in die Kompetenz ihrer Mitarbeiter. Die gesellschaftspolitische Relevanz ist offensichtlich. Es geht nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch um die soziale Inklusion
ohne, also beides ist ohne eine digitale Teilhabe, eine digitale Kompetenz kaum denkbar. Gut, Experten sehen deshalb auch die digitale Bildungsoffensive als wichtigste Einzelmaßnahme der digitalen Agenda der Bundesregierung. Aber ich habe es schon angedeutet, die bange Frage ist, inwieweit kann sich das Wissen von uns lösen und in Maschinen sich weiter transportieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen futuristisch an, aber wir sind in vielen Teilen der Welt unterwegs in diese Richtung. Nun, wir glauben immer, dass die Bedrohung, und das habe ich auch immer gesagt für über viele Jahre, die Bedrohung am Arbeitsmarkt vor allen Dingen für die Ungelernten kommt. Deswegen ist Bildung und Ausbildung ganz wichtig. Das ist als solches auch nicht falsch. Aber die These Nummer 5 ist, auch besser Qualifizierte zählen zu den Verlierern. Und vielleicht sind viele von uns auch dabei, wenn wir uns nicht aufmachen, uns für uns selbst auch was zum Gewinnen zu suchen in diesem Spiel. Ja, die formale Qualifikation ist nicht mehr das entscheidende Kriterium für ein zukunftssicheres Berufsbild. Zukunftssichere Beschäftigung wird gesichert durch fordert hohe Anforderungen in den Bereichen Kreativität, soziale Intelligenz und unternehmerisches Denken. Nicht etwas, was man so einfach verbreiten kann. Umgekehrt sind Berufe bedroht, in denen Präzision und Routine eine hohe Bedeutung haben, denn hier sind Maschinen den Menschen überlegen. Ja, also man kann sich durchaus vorstellen, dass selbst darüber diskutiert, dass selbst Richter ersetzt werden können, Juristen ersetzt werden können durch Maschinen, auch Ärzte im bestimmten Bereich durch Maschinen. Die stehen natürlich nicht ganz oben auf der Liste und Sie sehen da rechts eine Liste und die Wirtschaftswoche hat vor ein paar Wochen diese Grafik hier rechts einmal publiziert. Sie stammt aus einer Studie der Kollegen Frey und Osborne und sie zeigen eindeutig ein Ranking auf, wo der Gesundheitsberater ganz unten steht, kein Risiko hat, aber der Packer und Kreditanalyst oder der Koch ganz oben, um mal ein paar Namen zu nennen. Aber auch allein was Berufe ist, auch unsere Lehrungsausbildung ist ja sehr stark, sehr erfolgreich, aber sehr stark auf Berufe hin konzipiert. Und auch in der Wissenschaft, wir diskutieren bereits schon über viel Tieferes, über die Rolle von Tasks, von bestimmten Aufgaben, für die man qualifiziert ist und um die es letztlich geht und für die man eben kompetent ist. Und dazu sind nicht unbedingt spezifische Abschlüsse nötig. Ja, These 6. Diese Risiken, die wir sehen, die Chancen und die Risiken nehmen zu, dass nicht bloß die Risiken, aber auch die Chancen, so würde ich das sehen, wie Herr Tichy das auch gesagt hat, aber Risiken, die da sind, verlagern sich stärker auf Individuen. Und hier komme ich mit meinem neuen Typus des Arbeitnehmer, Selbstständigen, also das sind auch Leute, die eben sozusagen, was Sie heute schon sehen, in vielen Berufen, in der Unterhaltungsbranche, Medienbranche, Unternehmensberater, also viele Leute, die gewissermaßen unabhängig sind, die selbstständig sind, die aber ihre Aufgaben vielleicht nicht täglich, aber doch jährlich an verschiedenste Institutionen und Unternehmen weltweit verkaufen. Das ermöglicht viele Flexibilität, individuelle Gestaltungsfähigkeit, aber auch höheres individuelles Risiko. Dazu kommt, dass wir brauchen vernetztes Arbeiten, Denken und Handeln. Nun, ein weiteres Beispiel für diese Richtung ist eben, für diese Art von kombinierter wirtschaftlicher Tätigkeit ist Uber. Ich bin gerade mit dem regulären Taxi hergekommen, aber Uber bin ich auch schon gefahren, weiß, wie das funktioniert. 40 Milliarden Marktwert, ein virtueller Marktplatz bringt Gelegenheitsfahrer und Fahrgäste zusammen. Das ist nur ein Beispiel von vernetzter Arbeit, so wie auch beim ICDA seit 2 Jahrzehnten wir Forschungsaufträge häufig auch so abwickeln, dass wir uns einfach Leute, Gelegenheitsmitarbeiter zusammenstellen für ein Produkt, dass die gelegentlich miteinander, mit anderen Institutionen arbeiten. Uber und Google hat, wie Sie wissen, eine Kooperation. Google, ich habe mich immer gefragt, warum das Auto herumfährt und Google Maps produziert.
Das hat mir Hal Varian im letzten Jahr erklärt, bei einer Veranstaltung der Ehrhardt-Stiftung im Übrigen, dass Google da investiert hat in diese, nicht deswegen, weil sie unbedingt Google Maps machen wollten, das war schon wichtig für sich, aber es geht darum, das autonom fahrende, alleinfahrende Auto zu produzieren, also ohne Fahrer. Das Taxi der Zukunft ist ein Taxi ohne Menschen. Und auch wenn Google und Uber im Augenblick miteinander kooperieren, wird es wahrscheinlich mittelfristig eine Lösung geben. Eine Fußnote zu Uber. Wir denken ja immer, das sind dann die ausgebeuteten Menschen. Das mag ja durchaus sein in diesem System. Nur mein Kollege ICA-Fellow Alan Krüger in seinem Vorleben Präsidentenberater von Obama hat gerade für die USA Uber untersucht und festgestellt, dass dort es den Taxifahrern, also den Fahrern wesentlich besser geht als vergleichbaren Kollegen. Also es geht auch in diesem Zusammenhang immer auch um mehr Wohlstand für alle. Dieser technische Fortschritt und die Herausforderungen des Zeitalters führt nicht automatisch zu einer Verarmung von breiten Massen, auch nicht von einfachen Menschen letztlich. Ja, das Uber-Prinzip lässt sich auf Aufträge aller Art ausweiten, auch auf Fach- und Geistesarbeiter, Werbetexter, Programmierer, Designer, ich hatte auch schon gesagt, eben auch Wissenschaftler am ICA, mit dem ICA da arbeiten so. Unternehmerisches Denken wird immer mehr zu einer Schlüsselkompetenz, auch bei den Arbeitnehmern. Das ist sozusagen die These. Nun, lassen Sie mich zum Ende kommen. Meine Zeit ist ja auch knapp, noch nicht ab, aber knapp ab. Das Ende der Arbeit ist nicht in Sicht. Das ist die Botschaft. Zumindest gibt es keine Belege dafür, die das sagen würden. Wir bekommen wie immer in der Entwicklung der Wirtschaft nicht weniger, sondern andere Arbeit. Es gibt neue Risiken, aber auch vielfältige neue Chancen und Potenziale. Und dazu brauchen wir die entsprechende Einstellung, und deswegen brauchen wir das richtige Denken und Handeln. Und deswegen ist Bildung und Ausbildung ein Top-Thema und digitale Teilhabe die Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Integration. Und es überrascht Sie wahrscheinlich gar nicht, dass auch Ludwig Erhard natürlich zu diesem Thema das Entscheidende gesagt hat: je moderner und fortgeschrittener Wirtschaft und Technik sind, umso breiter und tiefer müssen Bildung und Erziehung der Menschen angelegt und ausgerichtet sein, damit der Fortschritt uns nicht erdrückt, sondern wir ihn alle bewältigen zum Segen für alle. Also schon 1957 immer noch konzeptionell richtig. Und lassen Sie mich den Vortrag schließen mit nochmal einem Hinweis auf die digitalen sozusagen Leitideen. Ja, also der erste Punkt war, wie gehen wir um mit der Messung von Wertschöpfung? Was ist das Bruttosozialprodukt noch oder Inlandsprodukt in der Internetökonomie? Wie ist die Rolle der Preise zu sehen? Wie können wir sichern, dass Märkte bestreitbar bleiben? Wie sehen wir die entstehenden größeren Risiken für die Einzelnen? Wie können wir sie kompensieren durch bessere Ausbildung und Ermöglichung von individueller Verantwortungsbereitschaft? Und schließlich, last but not least, Bildung und Ausbildung müssen digital umgesetzt und wirksam gemacht werden. Ja, mit diesen Bemerkungen bedanke ich mich herzlich und wünsche dem Tag und auch der nächsten Diskussion den bestmöglichen Erfolg. Dankeschön.